Eine Stadt in Erwartung. Am Morgen in der Via della Conciliazione in Rom. Tausende Touristen, Gläubige und Schaulustige, die schon mal einen Blick werfen wollen auf den Petersplatz. Der Ort, an dem morgen das kirchliche Großereignis stattfinden wird. Dutzende Staatsoberhäupter werden teilnehmen, gekrönte Häupter, Würdenträger aller Art und natürlich Pilger aus aller Welt. Hunderttausende, wenn nicht eine Million. Viele von ihnen aus Polen. Denn Johannes Paul II. Ist ja auch ihr Papst. Wir haben unseren Papst so sehr geliebt. Wir waren schon bei der Seligsprechung in Rom und jetzt fahren wir natürlich auch hin. Wir haben ihm so viel zu verdanken. Wir fahren nach Rom und beten für ihn. Mit dem Zug reisen sie an, mit Bussen und auch mit dem Motorrad, so wie diese Gruppe, Motorradpfarrer inklusive. Sie alle wollen der zweifachen Heiligsprechung in Rom beiwohnen. Johannes Paul II., kaum ein anderer Papst war in mehr Ländern und kaum ein anderer war so beliebt bei den Menschen. Johannes der 23., der Konzilpapst, er verordnete der katholischen Kirche Anfang der 60er Jahre längst überfällige Reformen. Ihre Heiligsprechung ist auch ein Medienereignis, das in mehr als 20 Länder übertragen wird, live und in 3D.